Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder eine leckere Beilage. Muss auch beim Grillen dabei sein. Und wir machen heute griechische Knoblauchkartoffeln. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Und das sind schon unsere Zutaten. Wir brauchen natürlich Kartoffeln. wir brauchen noch ein paar Gewürze. Wir haben hier Paprika, Thymian, Rosmarin, Knoblauch, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl. Und wir müssen noch ein bisschen was schnibbeln. Wir werden das Ganze hier dann nachher in dem Backblech machen. Wir haben noch eine Schüssel, um das Ganze schön zu vermengen. Und was wir jetzt noch machen müssen, zeige ich euch. Kommt mal rüber. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, wir nehmen unsere Kartoffeln, die habe ich vorher schön sauber gemacht, außen gewaschen. Wir nehmen die mit Schale diesmal und wir schneiden die uns in so Zentimeter dicke Scheiben. So, die Dicke tut's. So circa, muss ja nicht genau sein. Aber alles so, dass es ungefähr die gleiche Dicke hat, dann sind wir auch ungefähr gleich fertig mit allen. Das mache ich jetzt mit allen und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Kartoffeln haben wir fertig geschnitten. Die haben wir schon mal hier in die Schüssel getan. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Rosmarin klein schneiden. Den tun wir uns dann gleich hier in unseren Mörser rein. Da kommt jetzt dann gleich auch noch der Knoblauch und so weiter mit rein. Das machen wir uns dann gleich zu der Olivenölpaste. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Rosmarin schön klein hacken. So, unseren Rosmarin haben wir schön klein gehackt. Den geben wir jetzt schon mal in unseren Mörser rein. So, jetzt haben wir unseren Rosmarin hier drin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Knoblauch reinpressen, weil wir machen ja Knoblauchkartoffeln. Und das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns, wie es weitergeht. So, unseren Knoblauch haben wir jetzt hier drin. Jetzt kommt hier eine gute Menge an Salz dazu. Dann Thymian. Wenn ihr frischen habt, nehmt frischen. Und ein bisschen rosenscharfe Paprika. Die Gemengenangaben kriegt ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Dann kommt hier noch frischer Pfeffer dazu. Und zum Schluss geben wir jetzt Olivenöl hinein. Da werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu geben. Und jetzt nehmen wir uns unseren Mörser und tun jetzt noch alles schön klein machen, vermischen, so dass wir schön eine so Pasteart bekommen. So, ich habe jetzt nur noch ein bisschen Olivenöl mehr dazu gegeben gehabt. Und so ist jetzt auch gut. Wir haben jetzt hier so eine Art Paste. Und die tun wir jetzt in unsere Kartoffeln. Und jetzt alles schön vermengen. So, alles schön vermengt. Und jetzt müssen wir das Ganze noch auf dem Backblech verteilen. Das machen wir jetzt. Jetzt nehmen wir unsere Kartoffeln. Dann geben wir die erstmal hier drauf und dann verteilen wir uns die so, dass sie alle gleichmäßig liegen. So, dann verteilen wir die uns so, dass sie alle schön verteilt liegen, alle gleichmäßig Hitze bekommen können. Kartoffeln sind schön verteilt und jetzt müssen wir den Grill indirekt vorheizen auf ungefähr 180 bis 200 Grad. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns da wieder. Unser Grill ist jetzt hier langsam auf seine Temperaturen gekommen. Das Backblech sieht lecker aus, jetzt schon, muss ich sagen. Und jetzt geben wir das hier rein. Wir haben links einen Brenner an, rechts einen Brenner an, in der Mitte ist frei. Und da geben wir jetzt unsere Kartoffeln rein. Schön indirekt Bereich. Und jetzt wird es so circa, ja, ich denke, locker eine halbe Stunde dauern, bis unsere Kartoffeln fertig sind. Und dann hole ich euch aber wieder dabei, wenn wir sie rausholen, wenn sie schöne Kruste gekriegt haben, weich sind. Aber das seht ihr dann. Also bis gleich. So, unsere Kartoffeln waren jetzt gute 35 Minuten auf dem Grill. Wir schauen jetzt mal rein, mal gucken, was daraus geworden ist. Ich denke, sie müssten fertig sein, aber kommt rüber, machen wir zusammen. So, dann machen wir mal einen Deckel auf, schauen wir mal rein. Oh ja. Die sehen gut aus. Ja, die sind noch weich. Die nehmen wir jetzt runter. Und dann müssen wir noch probieren. Unsere Kartoffeln sind fertig und die riechen unfassbar geil. Und wenn die jetzt genauso schmecken, wie sie riechen, dann ist die Knaller. Das da sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Riecht gut. Jetzt müssen wir probieren.
Die stehen jetzt schon 2 Minuten hier, also sind schon etwas kühler. Ich kann jetzt wahrscheinlich mit dem Finger mir schon mal eine nehmen. Ja, es geht. Und jetzt müssen wir probieren. Also, ich finde die Birne. Boah. Boah, ist das geil. Außen knusprig, innen weich. Geile Knobi-Note dabei mit dem Salz, das passt richtig gut. Und dann diese Kräuter hinten raus. Geile Beilage. Also richtig leckere Beilage. Wenn ihr mal irgendwas Gyros oder sowas, zum Beispiel vom Drehspieß oder sowas macht, haut doch sowas auch auf den Grill. Passt mega dazu. Jetzt noch ein Joghurt-Dip oder sowas dabei. Mega. Richtig geile Sache. Also unbedingt mal nachmachen. Wenn ihr es nachgemacht habt oder es gut findet, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mal einen Daumen nach oben da und vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Dann verpasst ihr solche Sachen nicht. Gibt jede Woche neue Gerichte von mir, donnerstags und sonntags. Schaut auf jeden Fall rein. Ich erwarte euch beim nächsten Mal. Euer Max und Barbecue Cutter. Und tschüss.